Nun gut. Dann ab in den Heuballen. Hui. Aber es ist kein Heu, oder? Es ist echt kein Heu. Das ist Rosen und Laub. Ist egal. Es federt meinen Fall. Das ist für mich wichtig. Moment, Moment, Moment. Was ist das hier? Schnellreisestation. Aha. Aha, aber das brauchen wir bis jetzt noch nicht, weil soweit sind die Punkte, von denen wir hin und her reisen, noch nicht entfernt. Also, wir haben ja noch ein sehr, sehr kleines Gebiet. Was ist hier drin? Ach, guck einer an. Nehmen wir mal mit. Geil, geil, geil. Stimmt. Hab voll vergessen, dass es so viele Räume mit Kisten gibt, ey. Ich glaube, das wird uns auch später auf der Karte angezeigt. Wollte ich sagen. Auch wenn es sehr, sehr schwer verständlich war. Moment, komme ich hier runter? Ey, Ezio! Jo, unten. Petrucci Auditore, gucken wir mal uns das an. So, Petrucci Auditore, 1463, Schüler und Adliger. Also quasi der kleine Bruder. Moment, 63, das heißt, er ist 13. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. So, alle Federn für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er ins Bett gehen verlassen muss. Ja, weil er das Bett verlassen hat? Ach so, okay. Na, ihr gebt auch Sinn. Ich sollte vielleicht den ganzen Text lesen. Ja, komm, das kriegen wir hin. Zeit ist zwar knapp, aber nicht unmachbar. Sehr, sehr coole Musikauswahl, finde ich. Was Originelles. Gleichzeitig irgendwie klassisch, aber so ein bisschen ruckig und, ne? Okay, das ist nicht unbedingt der schnellste Weg. Aber auf jeden Fall der eleganteste. Hui. Ich würde mal sagen, das war jetzt kein Problem für mich. So, nebenbei machen wir auch mal den Turm hier. Weil der ist ja eh hier mehr oder weniger in der Nähe. Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. So. Ich frage mich, was es mit der weißen Wand hier ist. Ging die nochmal später weg oder war das tatsächlich das einzige, der einzig begehbare Gebiet hier so im Spiel? Ich meine nicht. Ich glaube, man müsste eigentlich die ganze Stadt quasi so begehen können. Aber ich erinnere mich nicht so gut. Vor allem, wir sollen ja schnell machen, bevor der Typ Ärger kriegt fürs... Oh fuck, das war ein bisschen aus Versehen. Wir sollen ja schnell machen, damit der kleine Bruder ja keinen Ärger kriegt dafür. Aber Emil, lassen wir so und so oder so Zeit. Er gibt nicht so viel Sinn. Bis uns Design ein bisschen, aber okay. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Bei Zeiten. Mission accomplished. So, wer ist das denn? Das ist Sis, oder? Oder, ja, die kleine Schwester. Claudia Auditore, 1461. Warum will ich immer 1961 sagen? 1461 auf jeden Fall. Schülerin und Adlige. Und kleine Schwester. So, jetzt können sie in der gesamten Stadt Welt Federn sammeln. Oh, fuck. Werden die auf der Karte angezeigt? Ja, ne? Ich hoffe doch. Ah, wobei kann auch sein, dass sie nicht angezeigt werden.
Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Moment. Ist das hier die Maus? Warum sehe ich die ganze Zeit die Maus? Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Kleine Familienprobleme. Da muss man sich auch natürlich drum kümmern. Ich glaube, wir gehen gerade in eine Richtung, wo wir noch nicht waren, ne? Ja, am besten wir machen auf dem Weg den Turm hier. Also die Türme mache ich so oder so. Ich hoffe, das ist euch allen klar. Also wir werden hier auf jeden Fall jeden einzelnen Turm erklimmen. Also da könnt ihr mich tatsächlich nicht davon abreden. Vor allem, das dauert ja nicht unbedingt lange. Und ist auch noch sehr, sehr nützlich. Moment. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Aber hier. Ja, also bei, ne, wenn ich bei GTA, bei den ganzen GTA-Teilen die Collectibles gesammelt habe, habe ich schon verstanden. Falls du gesagt hast, oh nee, das. Wo sollen wir das sehen? Aber hier ist es natürlich von Wichtigkeit, weil man so sieht, man, was auf der Karte so los ist und sowas. Das heißt, es ist ja auch nützlich. Und scheiße, mir ist gerade aufgefallen, dass es dieser Turm hier ist. Ich weiß nicht, ob wir hier hoch können. Überhaupt. Oder war das irgendwie was, was man später im Spiel erst konnte? Ah ne, man musste erstmal hier hoch, ne? Fuck, wie bin ich immer... Ich kann mich erinnern, dass es Probleme mit dem Turm gab und den Turm hochzukommen. Aber ich frage mich, inwiefern. Und vor allem, was ist hier los mit diesen komischen Sachen, die aus der Wand gucken? Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt auch hier nicht wirklich viel. Was soll die Wand hier? Ah, okay. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Come on. Bei. Macht das Sinn? Das macht keinen Sinn, ne? Da. Ich meine, wir haben eh genug Zeit, also werde ich das mal probieren. Ansonsten sage ich dann, na komm, müssen wir anscheinend später hier lang. Was glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Na, come on. Kommt, Freunde. Also hier kann man auf jeden Fall rüberspringen. Wobei. Nein! Ach, Mann. Okay, ich habe so langsam doch meine Zweifel. Irgendwie hier da hochzukommen. Oh. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst eine große Klappe. Also, wenn ich das sehe, wirst du hier krass von mir verprügelt, du. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können.
Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Hast du was gesagt? Lass die Finger von meiner Schwester! Was für ein Kerl! Was für ein Kerl! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Geh doch raus! Geh doch! Oh oh. Fällt gerade auf, dass es keine gute Idee war. Nein! Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Ich will hier hoch! Fickt euch! Ich will hier weg! Ah, ich komme hier doch hoch. Ich wusste es. Ich frage mich so, war das der höchste Turm in der Stadt? Oder gab es einen, der später höher war? Kann man hier hoch? Ich probiere es. Ja, man kommt hier hoch, oder? Ja. Jo, wunderschön kommt man hier hoch. Hier aber nicht, hä? Jetzt bloß nicht zu schnell agieren. Nee, ich glaube nicht, dass man hier jetzt nicht mehr weiter hochkommt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Come on. Kommt hier bestimmt an einer Stelle hoch. Kann ja nicht die Possibility sein. Dass man hier nicht mal weiter hochkommt. Ja, hier, guck. Muss ich jetzt zwar einmal um den Turm rumgehen, aber... Ey. So, es ist aber ziemlich ausgefüllt hier. Ich glaube, der Turm war später mal wichtig. Ah, da komm, wir können auch runtergehen. Ja, und jetzt runter. So, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Egal was, egal wann, egal wo. So, einmal hier. So, und hoch. Moment, wir kommen doch auch hier irgendwie nach ganz oben, oder? Oder müssen wir dafür nach außen? Moment. Kann auch sein, dass wir von innen hochklettern müssen. Ja. Das geht. Ah, und da oben ist dann ein Loch quasi. Okay. So, und noch einmal bitte. Boah, Alter, ist das eine Arbeit. Ist statt eine Arbeit hier hochzukommen. Aber Moment, da ist noch ein Turm. Der ist ein bisschen höher. Na gut. Also, wenn man dieses komische Kreuz da oben mitzählt. Aber ich glaube, man muss auf das Kreuz tatsächlich drauf. In dem Fall ist es tatsächlich höher als das hier. Aber ist mir egal. Ist immer noch das höchste Gebäude für mich. Ah, und wir haben es erklommen. Wunderbar. Frage ist nur, überleben. Es ist Assassin's Creed. Wir überleben das auf jeden Fall. Da. That's logic. Sort of. Moment, ist hier ein... Ne, hier ist keine Kiste. Nope. Dann weiter. Moment, das ist ja wieder hier direkt, ne?
Stimmt, ist voll verwirrend, dass alles so nah beieinander ist. Einmal muss ich kurz was gucken. Was ist das hier? Schlägerei. Ich meine, wir haben ja eh Zeit noch. Möchte ich mal gucken, was das soll. Eine Art Fallklapp oder was? Achso, Moment. Hallo. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Ja, verschmähte Frau, auf jeden Fall. Was glaubst du, wer hinkommt? Napoli? Das könnte... Wir können ihn zur Piazza. Oh, oh. Ja, egal. Die Typen sind kein Problem. Moment, Adlerauge im Blick halten. Oh, oh. Ey, nicht mit Stein werfen. Hat niemand von dem Sprichwort gehört, wer mit Stein wirft, soll nicht mit Steinen werfen? Nein? Ich auch nicht. Oh. Das war aber ein geiler Ton. Hey, ich will den hier. Ey, ich kann nicht beide gleichzeitig verprügeln. Ah, komm, wieder zurück. Also manchmal mit der Zielvision, Zielanvisieren ein bisschen schwierig. So, ich muss dir mal ein bisschen Prügelfalle teilen. Donato, sie gewinnt, ich gebe auf. Diese Schlampe, ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib, ich gehe heim. Gut, ich verpasse dir sonst noch einen Schlag. Vor allem will ich die Kiste hier haben. So, was haben wir denn hier drin? Ja. Fast 200, das geht. Boah. Ja, wundervoll. In dem Fall würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Mission. Denn ich denke, wir haben keine Hauptnebenmission, ne? Keine Hauptnebenmission. Ja, keine Nebenmission, meine ich natürlich. Ne, das sieht nicht so aus. Na dann. Oh shit, da würde ich nicht runterfallen. Hier schon eher. Hier komme ich schlecht rüber. Na dann, halt eben runter. Fuck. Ich brauche, denke ich, einen Arzt. Das Wetter kümmern wir uns erstmal drum, dass wir hier ein bisschen Medizin bekommen. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Arzt? Jetzt zahlen, so. Ja. Sorry, Doc, ich habe es ein bisschen. Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Ein bisschen zu wild getrieben. Also im Sinne von durch die Gegend rennen und von Dächern fallen. Nicht, was sie denken. So, das ist dann die Mom, ha? Huh? Marie Audito, 1432, Schriftsteller und Adlige, natürlich wie alle anderen. Moment, 32? Hm, das ist alt. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie, Maria bei der Aufgabe helfen. Eine wunderbare Idee.
Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Oh ja. Banken, hä? Sieht als Nutzen der Templer des Banknetzwerks zu transportieren. Ich wette, du dir was abzwangen. Okay. Inwiefern ist natürlich die Frage. Aus Weg. Leonardos Werkstatt. Aber welcher Leonardo wohl? Ich glaube, diese Frage wird uns gleich beantwortet. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, was machst du so? Er arbeitet... Leonardo da Vinci. Der Jude, 1452, Maler, Erfinder, Konstrukteur, Architekt, Wissenschaftler und Techniker. Bisher für seinen Vater. Moment, sorry. Das ist natürlich Datenbank. Ich habe natürlich den Fehler gemacht. Moment, Menschen. Ne? Den Fehler gemacht, euch nicht alles zu zeigen. Ne? Ihr könnt ihr ruhig pausieren. Oder aber einen langen Text, aber gut, ne? Ihr könnt euch das theoretisch auch auf Wikipedia bei ihm angucken. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie? Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Ich glaube, der wird ein armer Schlucker am Ende des Lebens. Und wird nichts hinkriegen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. So viel zu dieser Mission. Etwas ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen langweiliger, aber na gut. Man lernt einen Charakter kennen. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. So. Ein Freund der Familie. In der Tat. Das kann man so sagen. Moment, haben wir jetzt noch was anderes offen? Irgendwas. Nein? Gut, Schmiede will ich noch nicht hingeben. Da könnten wir zwar Rüstung und sowas holen, aber ich glaube, die brauchen wir jetzt eh noch nicht. Also macht überhaupt keinen Sinn.